Hallo liebe YouTuber, liebe YouTuberinetten, es gibt endlich wieder ein Video von mir und die erste Frage, was war deine erste Single? Es war, also ich bin ja jetzt glaube ich älter als die meisten von euch, die mich jetzt gucken. Von daher weiß ich manchmal nicht, wenn ich euch jetzt irgendwas über Musik erzähle, ob ihr das auch alles kennt. Also wenn, dann müsst ihr mal YouTuben. Weil da könnten diese Antworten vielleicht irgendwie verborgen sein. So, meine erste Single war von K2, Der Berg ruft. Ich habe mir vorgenommen, beim Video ein bisschen zu singen, damit ihr vielleicht wisst, was ich meine, wenn ihr überhaupt nichts damit anfangen könnt. Allerdings habe ich jetzt gerade total den Text vergessen. Also, ja, Der Berg ruft. Nee. So ähnlich. Auf jeden Fall war das damals so 90er Jahre Techno und dann irgendwie noch so mit Berggejodel und Gedudel und so. Ich fand das damals total toll und es war meine erste CD-Single, die ich mir in meinem ganzen Leben gekauft habe. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mir eigentlich nie wirklich viele CDs gekauft habe, weil ich damals nämlich immer so pfiffig war und habe mir Kassetten aufgenommen. Und zwar habe ich immer geguckt, ich habe damals immer Enjoy gehört, Enjoy Radio. Und da gab es immer sonntags, glaube ich, irgendwann so gegen 1 ungefähr, gab es nämlich immer die Radiocharts. Und dann habe ich mir meinen Kassettenrekorder genommen und habe auf Play gedrückt, wenn ich wusste, wann mein Lieblingslied kommt. Und dann habe ich mir die aufgenommen und somit musste ich mir keine CDs kaufen. Wir hatten ja damals nichts anderes. So, der zweite Frage, was war mein erstes Album? Wie gesagt, ich habe mir nie oft CDs gekauft, aber ich glaube, mein erstes Album, was ich mir wirklich selber gekauft habe, war von Puff Daddy. Das Lied, wo I'll Be Missing You drauf war, weil das war ja damals sowieso, ich glaube, das hat jeder gemacht von uns Mädels und Jungs. Und das habe ich mir gekauft. Und leider Gottes ist es damals durch einen unerklärlichen Zufall, ja, mein Akku leuchtet, so gekommen, dass ein bekannter Freund von mir diese CD mal ausgeliehen hat und ich habe sie nie wieder bekommen und ich danke YouTube, dass es YouTube gibt, weil sonst hätte ich mir diese wunderbaren Lieder nicht mehr anhören können, weil die waren dann halt weg. Naja, das so viel zur Frage 2. Dann, wer ist dein Lieblingsinterpret, national, Sänger, Sängerin, Band? Also mein Musikgeschmack ändert sich von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Also ich habe zwar so meine festen Richtungen, aber so eine direkte Lieblingsband habe ich nicht. Ich habe eine Zeit lang sehr gerne, und jetzt wollen wir ja mal gucken, national habe ich eine Zeit lang gerne Juli gehört. Aber wie gesagt, das sind immer so Phasen, man verbindet dann mit verschiedenen Bands und ja, Bands und Liedern verschiedene Sachen. Aber das ändert sich ja dann auch wieder. Also eine direkte Lieblingsband habe ich nicht. Aber Juli ist ganz cool. Da geht es aber, glaube ich, ja, so textemäßig, finde ich, die manchmal so sehr ansprechend. So, dann Frage 4. Wer ist dein Lieblingsinterpret international? Kann ich mich auch nicht entscheiden. Wie gesagt, so richtig Lieblingsband und Lieblingsinterpreten. Klar, ich habe mir vor diesem Video so ein paar Gedanken gemacht, was ich denn da nun im Einzelnen sage. Ich wollte es ja ganz spontan machen, haha. Aber so eine Lieblingsband oder Lieblingssänger. Ich finde immer zeitweise alle so ganz cool. Evanescence zum Beispiel finde ich geil. Aber dann höre ich das mal wieder monatelang nicht und dann stoße ich da aus welchen Gründen auch immer mal im Internet oder so drauf und dann kann ich das wieder wochenlang hören. Roxette finde ich auch geil. Ich weiß gar nicht, ob es die noch offiziell so gibt und ob die noch irgendwas machen. Weiß ich nicht. Ja, also ich höre ja sehr, sehr gerne House und Elektro und so ein Kram. Und da gibt es ja, ja, David Guetta ist geil. Genau, naja, Sänger, naja, bla, Band, Sängerin. Also das höre ich zumindest gerne. So jetzt direkt Bands und Sänger und so. Habe ich jetzt irgendwie vergessen? Ja, mir fällt wahrscheinlich, wenn das Video abgedreht ist. Hey, genau, ja, da hättest du aber nein. Frage 5, Lieblingslied, all-time favorite. Ja, also ich höre ja unheimlich gerne Musik und ich singe auch gerne, obwohl ich fast behaupten möchte, dass ich es nicht kann. Wie gesagt, das ist so phasenweise und es gibt gerade Lieder, so diese alten Lieder, die man immer wieder hören kann, weil die werden nicht so, oder wurden damals, als wir aufgewachsen wurden,
aufgewachsen sind, die wurden nicht so tot gespielt. Heute machst du das Radio an und da läuft 15 Mal am Tag Rihanna zum Beispiel oder irgendwas anderes und du kannst es nach 4 Monaten einfach nicht mehr hören. Und also es gibt zum Beispiel ein Hauslied, das heißt Like a Flower, das wird wahrscheinlich auch keiner mehr kennen. Das finde ich ganz geil, das kann ich auch immer wieder hören und wenn ich das irgendwann durch Zufall mal wieder im Radio, nein, nicht im Radio, im Auto höre, dann kann ich es mir wieder wochenlang jeden Tag anhören, ohne dass ich es langweilig finde oder dass ich das irgendwie umschalten muss. Also, ja, ansonsten so Schnulzenkram geht auch immer. Also was wie Bon Jovi, so Always oder so und, ja, so gewisse Lieder, die man mit irgendwas verbindet, wo man sagt, ach, oder ja, oder sowas, das kann man sich immer wieder anhören. Aber so manche Sachen, also ich habe ja immer so ganz bestimmte Lieblingslieder. Und es gibt 2 Leute, die jetzt unbedingt wissen, welche Lieder ich meine. Genau, Mario, Let Me Love You. Das ist zum Beispiel ein Lied, das kann ich immer hören. Das ist so geil. Ja, ich sollte es nicht lassen. Ich sollte es lassen, sollte nicht singen. Das zum Beispiel, das finde ich richtig, richtig geil. Ist das so ein Lied, so ein All-Time-Favorite? Also das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Oder auch so diese ganzen Roxette-Sachen. Die kann man anmachen, die kann man 15 Mal hintereinander hören und den nächsten Tag nochmal 30 Mal und es ist trotzdem noch schön. Ja. Ich rede heute sehr viel und sehr schnell. Frage 6. Momentanes Lieblingslied? Ja, kommt immer drauf an, ob ich jetzt alleine abends im Bett liege und ein bisschen singe und nachdenke oder so. Oder ob ich auf einer Party bin und unbedingt warte, bis dies, das und jenes Lied läuft. Dadurch, dass ich letztens in Polen war, habe ich ein richtig geiles Lied gefunden, was ich nicht aussprechen kann, aber was trotzdem geil ist. Ich versuche das irgendwie zu verlinken, wenn das geht. Und zum Beispiel jetzt da. Ja, das ist zum Beispiel ganz cool. Momentan ist Liebling. Ach ja, im Moment höre ich sehr gerne Evanescence. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Call Me When You're Sober. Das ist richtig geil. Also generell, ich habe immer so 2, 3 Lieblingslieder meistens. Ja. Wenn euch diese Antwort reicht, lassen wir es dabei. Frage 7. Gibt es eine Art Musik-Fauxpas in deiner Sammlung? Ja, gibt's. Aufgrund interessanten Zusammenkommnissen einiger Menschen. Also ich sag's ganz kurz. Es ist Heino Blaublüte Enzian. Ich habe das, glaube ich, in meinen ersten Videos irgendwann mal erwähnt. Das Lied ist so schlecht, dass es schon fast wieder geil ist. Und wenn diese vernünftigen Leute, die dieses Lied auch mögen, aus diesem vereinzelten Grund zusammenkommen, dann Feuer frei. Also das ist, ja, was heißt ein Fauxpas? Es ist mir auf gewisse Art und Weise ein bisschen peinlich, weil wer steht schon auf Heino? Also ich stehe nicht auf Heino, sondern das Lied ist einfach, wo man sagen kann. Jo. Ach nee, das kommt später. Ja, mit welchem Lied verbindest du persönliche Erinnerungen und Personen oder bestimmte Ereignisse? Ja, so der erste Liebeskummer, Puff Daddy, I'll Be Missing You zum Beispiel. Das war schon eine Zeit, also ich höre es heute gerne und muss da zwar mal kurzzeitig dran denken, aber es ist nicht so, dass ich in Tränen ausbreche. Oder Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, hat einen anderen Grund. Aber das ist nicht schön. Und ja, natürlich so Partylieder. So Partylieder von früher. Du bist weggegangen, das Lied ging an, in der Disse und Feuer frei. Also da ging scharf. Also das sind zum Beispiel, ja mein Gott, ich kann jetzt gar keins sagen. Das waren so typische Wir gehen weg Lieder. Ich muss mal zwischen meinen CDs wühlen. Ich habe ja keine CDs. Oh, in meiner Rechnersammlung. Ja. Oh, hier sind Fliegen, ich wurde gestochen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? 9. Welche Musik hörst du, um gut drauf zu kommen? Haus. Wenn ich mich abends fertig mache, um wegzugehen, was ja leider Gottes nicht mehr so oft vorkommt, dann mache ich meine liebsten Haus-CDs an, beziehungsweise so Elektrosachen, wo ich dann sage, so, und wenn dieses Lied heute Abend kommt, dann gehst du ab.
Das ist aber immer unterschiedlich. Also, ich meine, jetzt mag ich das und das, nächste Woche mag ich diesen jenes und ich kann das immer gar nicht so genau benennen. Das sind immer so 5, 6 Lieder am Stück. Wenn ich die hintereinander höre, dann ist innerhalb von 2 Minuten klar, der Abend rockt. Welche Musik höre ich, wenn ich traurig bin? Ich bin selten traurig, aber wenn, dann bin ich es richtig. Und dann klicke ich mich meistens durch YouTube relativ wahllos und dann kommen immer so ein paar Lieder, wo man dann denkt, ja, damals oder dies und das und jenes oder halt Lieder, die was mit jemandem oder etwas zu tun haben. Und dann klickt man sich da so durch und dann kommt das nächste Lied und dann, ach ja, und dies. Ja, meistens sind das so Schnulzen, schnulzige Sachen. Oder wo man schon vor lauter Schmalzsabber und Herzschmerzgepimmele da irgendwie ja, schon am Krächzen ist. Das höre ich dann, wenn ich traurig bin. Aber meistens versuche ich mich irgendwie abzulenken. Ja, mit Musik. Okay. Ja. Welche Musik macht mich aggro? Wenn mein Freund im Auto seine scheiß Hip-Hop-Sachen hört, könnte ich ausrasten. Lass mich lügen, Cool Savage, keine Ahnung. Und manche Sachen von Eminem gehen mir auch tierisch auf den Sack. Oder dieses ganze, wenn ihr diese Lieder mögt und ihr diese Interpreten, von mir aus. Aber ich werde dadurch aggressiv, ich werde wahnsinnig, da kriege ich so einen Hals, echt. Dieses ganze Hip-Hop, dieses harte oder dieses Rap-Krams oder dieses, ja, West-Berlin, jo und so, da könnte ich ausrasten. Was mich natürlich auch absolut zum Kotzen bringt, ist das rote Pferd. Das passt zwar jetzt gar nicht zusammen, aber wenn das läuft, allein dieses Ding, 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 oh, ey, das geht gar nicht. Jetzt langsam geht's los. Also, das geht gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Das, oder so. Ja, das rote Pferd. Das ist widerlich. So. Mein Lieblingssoundtrack ist Dirty Dancing. Ist ganz kurz zu sagen, mag, denke ich, jedes Mädchen oder jede Frau in meinem Alter. 13. Welche Musik läuft, wenn du dein MP3-Player oder CD-Spieler anmachst? Ich habe keinen CD-Spieler, beziehungsweise nicht hier in diesem Raum und der andere ist auch nicht ausgepackt und angeschlossen. Einen MP3-Player habe ich geschrottet, aber ich habe mein Handy. Und jetzt muss ich gucken. Das ist, glaube ich, alphabetisch geordnet. Von daher werde ich da jetzt, glaube ich, gar nicht so viel Glück haben. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich bin mit meinem Handy noch nicht so. Ich weiß immer nicht, wo ich hier was finde. Medien wahrscheinlich, ne? Ich nehme das schon nie erreichen. Jetzt geht es nicht. Guck mal, ich drücke jetzt hier auf Medien und es passiert nichts. Das ist scheiße jetzt. Also wenn es der Reihe nach geht, ich probiere das jetzt gerade nochmal. Nein, machen wir nicht. Medien hier. Ha! So. Interpreten. Nee, warte mal, wo meine Titel? Ja, ich wusste es. Datei nicht gefunden. Ach so, ja, das Blöde ist, ich habe das gerade am Rechner. Aktualisieren, nein. Aber wenn ihr mal guckt. Always John Bon Jovi an deiner Seite von Unheilig, David Guetta, Disco Dice, Heidi Montag und Kelly Clarkson. Danach geht's weiter. Warum er das jetzt nicht genommen hat? Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade hier das USB-Ding dran habe. Der mag er wahrscheinlich nicht so. Okay. Ich habe auch nicht geschummelt. Das geht, glaube ich, der Reihenfolge. Nee, David Guetta? Ja, keine Ahnung, ob ich da irgendwas mit C nicht habe oder so. Kelly Clarkson. Weiß ich nicht. Always von Jon Bon Jovi wäre es gewesen. Wie wichtig ist mir Musik? Ja, Musik ist ja quasi so der Soundtrack des Lebens. Also so ohne wäre es langweilig. Alleine auf der Arbeit, ich mache ja sportliche Sachen, also so Kursleiter für verschiedene Kursangebote. Und wenn man da keine Musik im Hintergrund hat und dann eine Stunde quasi da nur vor sich hin vegetiert und irgendwelche stumpfen, langweiligen Übungen macht, ist das total ätzend. Also ich brauche alleine schon auf der Arbeit Musik, weil sonst geht's gar nicht. Und das Beste ist natürlich, wenn du richtig geile Musik hast, die einem persönlich gefällt, sodass man dann voll abgeht und dementsprechend das dann so ein bisschen rüberbringt. Ja, wenn ich so zu Hause bin, gibt es immer wieder so Situationen, wo ich unbedingt Musik anmachen muss oder morgens auch zum Aufstehen, sonst werde ich nicht wach. Wenn im Badezimmer keine Musik läuft, dann oder auch zum Duschen. Ich muss unbedingt immer zum Duschen Musik anhaben. Definitiv, weil sonst hört man ja mein Gekreische.
Ja, das war die 14. und letzte Frage. Wir sind dann soweit durch. Ich weiß, ich habe jetzt 15 Minuten theoretisch.